Hallo liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Germanico und herzlich willkommen zu diesem Quo-Spezial, ja kann man sagen leicht Weihnachtsspezial, Infovideo, Gewinnspiel, ihr kennt das Prozedere. Es war Heiligabend und ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten und eine schöne Weihnachtszeit. Dieses Video ist heute eigentlich schon am 24. oder 25. rauskommen, aber gesundheitlich war ich sehr wieder angeschlagen, Kopfschmerzen, gestern ging es mir überhaupt nicht gut. Es geht jetzt einigermaßen, ja Tabletten helfen, yay. Ich mag überhaupt nicht Tabletten zu nehmen, aber naja. Ja, und ich melde mich immer per Video von wieder, sonst waren ja immer nur Streams die letzten Wochen angesagt, aber ab Montag geht es dann weiter mit den Let's Plays. Denn für das nächste Jahr habe ich so viel vor, so viel Themen, so viel Games, so viel Großblick, Pro vs. Duell um die Netz, wird alles nächstes Jahr wieder am Start sein. So, na erstmal zu den, wir machen erstmal die Reihe nach LPs. Ich werde jetzt erstmal in den Ferien durchzocken. Und zwar Rise of the Tomb Raider und Sword Art Online Fate Bullet, damit die bald auch fertig werden. Für nächstes Jahr sind folgende LP-Projekte schon fest geplant. Einmal Sekiro, das hat sich der liebe Wolfi gewünscht. Das wird auch mit Facecam sein. Ja, Sekiro ist ja von den Dark Souls-Machern. Yay! Ihr würdet mich jetzt schon. Ihr könnt euch schon mal bildlich schon vorstellen, wie ich fluche, wie ich heule, wie ich am Verzweifeln bin. Ach, das wird sowas. Ach man, Wolfi, musstest du mir das antun? Naja. Dann, nächstes Shakeo-Projekt wird dann nach Sword Art Online, Fate Bullet, Final Fantasy 8 sein, mein Lieblings-Final Fantasy Teil. Da werde ich euch einiges zeigen. Wir spielen die Remastered-Version, also die PS4-Version, und da werde ich euch einiges zeigen, wie kommt man diese bis ja. Klar, die, klar suchen wir uns dann die ganzen Items, die da auf der Karte und auch in den Ständen verstreut sind. Denn das haben sie ja auch geändert und dann gibt es ein neues Format, kann man auch sagen. Quo und Wolfi zocken. Quo und Wolfi zocken. Denn wir zwei werden uns zusammentun, nicht gegeneinander, sondern zusammentun. Und werden ein zusammen ein Spiel spielen, Koop. Und das erste Game ist The Forest. Wolfi hat das Game erwähnt gehabt und teilweise auch die Idee, ja teilweise gehabt, mit ob man The Forest zocken kann. Ich sage, jo, lass uns mal machen, LP. The Forest ist ja ein Horror-Adventure und ich freue mich jetzt schon mit Wolfi zusammen das zu spielen. Ich sehe schon kommen. Ich bin so am Bauen. Und Wolfi zieht einfach so los. Und ich höre nur, quo, 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 quo. Ich habe unser Mittagessen mitgebracht. Ich drehe mich um und hoffen kann die beiden verfolgen, Wolfi. Ja, so sehe ich das kommen. So wird es auch enden. Naja, das wird es dann geben und ihr könnt dann auch entscheiden, welche Games wir zusammen auch noch zusammenspielen sollen. Also es gibt ja viele Games, besonders Survivor Games, die man zusammen zocken kann. Darauf könnt ihr gerne mitmachen, schreibt mal ein paar Games unten in die Kommentare. Also geplant ist auch noch Gotham Knights, das mit was im DC-Universum spielt. Aber nicht in dem Batman Arkham Asylum Universum, das ist ein ganz anderes, ist voneinander getrennt. Da werdet ihr uns zwei auch dann sehen, sobald das Spiel draußen ist. Das muss ich dann nämlich auch bestellen zweimal, einmal für mich, einmal für Wolfi. Ich habe es ihm versprochen. Und ja, Quos Blick ist zurzeit passiert. Grund ist, ich bin zurzeit mit der Bildqualität nicht zufrieden. Generell mit der Videoqualität. Aber das wird sich auch ändern, denn mein lieber Bruder, Ceci, Grüße gehen raus an dich, Bruder, hab dich lieb. Von ihm bekomme ich eine neue Webcam, Full HD, sogar eine, habe ich mir sogar eine ausgesucht, die direkt für Streaming und Gaming gedacht ist. Und ein Greenscreen, also da wird hier hinten das auch dann weg sein, es wird weg. Mein Nachbar hilft mir dann ein bisschen mit der Beleuchtung, damit auch das Licht besser einfällt. Also das wird dann alles nächstes Jahr soweit kommen. Also freut euch schon mal darauf, deswegen wird Großblick lange erstmal pausiert sein und so sollte ich die ganze Hardware, die ganzen Sachen haben. Zack, kommt die zweite Folge dann auch.
Ja, Quo versus Duell um die Welt, also die zweite Staffel. Hat sich einer gemeldet, den schreibe ich zunächst an, dass wir das machen. Wir werden vorab schon mal aufnehmen. Ich denke mal, im Sommer wird dann das starten. Da habt ihr dann auch wieder Quo versus Duell um die Welt. Irgendwann werde ich wieder gegen Mowgli antreten und dann wird es anders ausfallen. Glaubt mir. Dann, was gibt's denn da noch? Ja, Wolfi hat mir ja ein Video geschickt. Und zwar, er hat gewonnen, er hat sich was gewünscht. Und damit ihr seht, dass ich meine Versprechen halte, habe ich Wolfi gebeten, ihn mir ein Video zu schicken. Eigentlich war ich ja unten und hätte Wolfi ja schon längst besucht. Aber Corona, ihr wisst, war es nicht möglich, allein durch auch meinen Job mäßig, wenn es wirklich am 11. wieder losgeht. Mit dem Fahren, wo ich dann wieder betreuen muss, darf ich nicht fehlen. Sprich, wenn ich runtergefahren wäre, hätte ich noch mal, wenn ich zurückgekommen wäre, eine Woche oder 2 Wochen Quarantäne verbracht und das unbezahlt und das will ich nicht. Wenn es auf der Arbeit passiert, ist es bezahlt. Wenn du das in der Freizeit oder wenn du im Urlaub bist, da passiert, ist es nicht bezahlt. Ihr kennt die Sache, ne? Auf jeden Fall hat sich Wolfi zum Wort gemeldet und da ist jemand, der gerne sich im Vordergrund drängelt. Mal sehen, was der zu sagen hat. Und dementsprechend, Wolfi, du hast das Wort. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache das jetzt mal im Querformat. Ist für dich vielleicht einfacher, lieber Chrome. Wenn du das dann ins Video reinmachst. Deswegen muss ich mich gerade ein bisschen bücken, aber das hat gerade jemand ausgenutzt. Also, naja, egal. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Geschenk nach Crow vs. Wolfie. Was ich hier gerade anhabe, Leute, ich kann mich gerade schlecht umdrehen, weil, ja. Was würde ich denn noch sagen? Ich mache das hier gerade spontan, weil ich gerade nochmal dran gedacht habe, aber egal. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche demjenigen, der als nächstes dran ist, ja, gegen Crow anzutreten, viel Glück. Ja. Dass er auch gegen Crow gewinnt. Also dann bin ich vielleicht für Crow, wer weiß. Kommt drauf an. Moment. Nur damit ihr das mal seht, was hier gerade passiert. Ja. Ich stehe so da, ja. So, ja. Also nur zur Information, ja. So, damit das hier mal klar festgestellt ist. Nee, ich will mich auch nicht zu lange kurz fassen. Ich will mich auch nicht zu lange jetzt hier beschäftigen. Ich werde mich jetzt gleich nochmal umdrehen. Euch den Pullover, das Geschenk, was mir Crow von Crowbots geschickt hat. Auch wegen Corona. Normalerweise wäre er ja runtergekommen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. So, jetzt kleinen Moment. Ich muss mal eben. Komm mal hier. Ach, leck mich doch, kleinen Moment. So, also, genau das ist das Geschenk, das wollte ich euch noch mal zeigen für das Video, das auch als Beweis, ne, dass Crow es getan hat. Er hat niemanden hier beschissen oder sonst irgendwas. Das ist er von vorn. Also Crow, es war wirklich schlau von mir, die L zu nehmen, weil ich bin halt relativ lang, ne, so, und von der Größe her ist die L perfekt. Die M wäre mir wirklich schon zu klein gewesen. Deswegen perfekt. Ja, das ist halt von vorne. Man sieht die Schädel, nicht wahr? Crow, du kannst jetzt auch alles hier ein bisschen cutten, wenn das zu lange dauert. So, und jetzt zeige ich euch nochmal die Rückseite. Und dann seid ihr, denke ich, zufrieden. Zack. Wunderbar. Mein Kater ist auch zufrieden. Und genau, das war jetzt der kurze Bildausschnitt. Vielen Glück fürs Jahr 2021, Leute. Grüße gehen raus an die Leute, die bei Crow vs. Wolfie dazugekommen sind. Wie Edo Tensei, Schokoladentiger und der andere fällt mir gerade nicht ein. Aber du bist auch gegrüßt. Haut da rein. Euer Wolfi ist raus. So, ja, Wolfi und Benny, der liebe, liebe Kater. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema dieses Videos und zwar das Gewinnspiel. Ganz genau, Zuschauer, die mich schon lange verfolgen, wissen eigentlich, was es zu gewinnen gibt, denn ihr habt die Chance, was für 25 Euro bei EMP zu gewinnen. Was? Das sucht ihr euch aus. Wie gesagt, Maximum 25 Euro darf das kosten. Es können ein Teil sein, es können zwei Teil sein.
Hauptsache die 25 Euro werden nicht überschritten. So, aber wie nehmt ihr teil, wie macht ihr das? Nun, ihr geht einfach auf die Seite EMP, sucht euch einen Artikel aus, steht in der Artikelnummer. Dann geht ihr auf dieses Video, natürlich, geht in die Kommentare und schreibt Hashtag Weihnachtsquo, Weihnachtskrähe, und die Artikelnummer einfach in den Kommentaren. Beispiel, hey Quo, danke für das Gewinnspiel, Hashtag Weihnachtsquo und Artikelnummer 66666. So, damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wer kann alles teilnehmen? Natürlich alle Zuschauer aus Österreich, Schweiz, Deutschland. Ihr müsst 16 sein. Seid ihr jünger? Fragt eure Eltern. Dann natürlich. Da war noch was. Ich werde alt. Ich werde eindeutig alt. Ach ja, das Gewinnspiel geht von heute an, also vom 25. Nee, 26. haben wir schon. Vom 26. bis zum 2. Januar. Und am 3. Januar kommt dann die Auflösung. Der Gewinner wird dann in den Kommentaren benachrichtigt, dass er gewonnen hat. Dann müssen wir über Facebook, Twitter, Instagram dann Adressen austauschen. Und ja, dann wird das zugeschickt, so dass ihr das in der 1. Januarwoche dann... Also ich werde es bestellen und dann, sobald es da ist, werde ich es dann losschicken, sodass ihr das spätestens in der 2. Januarwoche habt. So, das war's eigentlich schon von diesem Video. Wie gesagt, ich werde jetzt durchhasseln in den Ferien, in den Urlaub besser gesagt. Und ich habe Schluck auf. Wird Zeit, dass ich das Video beendete. Sprache lernen. Bubble. Wende. Ist schon die dritte, vierte, fünfte Aufnahmeversuch. In dem Sprechen sage ich wie immer, danke fürs Zusehen, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamer-Deko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.